Servus zusammen und willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. Und wir stehen hier oben auf diesem Dach und sollen uns jetzt überlegen, wie wir in den Winterpalast als nächstes kommen, denn wir wollen dort etwas stehlen, wie es nun mal einfach gehört, für einen Dieb, der ein Meisterdieb werden möchte. Okay, wir haben die Möglichkeit, mit Nihal zu gehen, die anscheinend einen Weg hineinkennt, oder wir suchen uns einen anderen Eingang. Ich persönlich bevorzuge Nihal, weil ich glaube, sie hat einen Plan. Komm. Nihal! Du hängst dich an mich ran? Sehr vernünftig von dir. Ich weiß doch, wie ungern du allein bist. Da drüben sehe ich ein paar Waffen. Ja? Linsen mit Saft, Granatapfel und Zitrone. Ich kann es schon schmecken. Ich habe was gehört. Die Gefleischknochen. Allerdings, das war mein Magen. So, wir schleichen. Wir bleiben im Fahrwasser von Nihal. Bewegung, sonst lasse ich dich zurück. Das wollen wir ja nicht, nicht? Ab jetzt sachte! So, da gibt es eine Truhe. Das wäre natürlich ein schöner Bonus. Ups. Neun Schwerter sehen gut aus. Hast du die Gäste gesehen? Seltsam. Halt bloß den Mund. Du lockst nur Ärger an, wenn du so redest. Aha. Okay, da ist einer mit dem Schlüssel. Eieieiei. Ich ahne. Diese Tür könnte unser Eingang sein. Aber nicht ohne den Schlüssel. Genau. Dann sieh dich doch mal um. Nee, darauf hat er nicht reagiert. Da ist er zu weit weg. Den werden wir nicht so einfach herbeipfeifen. Und da drüben sind die anderen Buben. Jetzt überlege ich gerade. Wenn wir hier dort durchgehen. So, wo ist er denn jetzt hin? Ach, da drüben gibt es auch noch mal eine Kiste. Die nehmen wir auch noch mal mit. So, und jetzt müssen wir gucken, wie wir... Er sitzt da mit dem Rücken zu uns. Na. Okay, den Schlüssel haben wir. Okay. Jetzt müssen wir wieder schauen, wie wir am besten zurückkommen. Die laufen da drüben. Also laufen wir hier einfach mal einmal um diesen kleinen Pool herum. Immer im Rücken der Buben bleiben. Hast du einen Schlüssel gefunden? Aber natürlich habe ich einen Schlüssel gefunden.
Kalif scheint beunruhigt. Und sein schwer zu bändigender Sohn macht es nicht besser. Der junge Mann ist neugierig. Er ist zum ersten Mal im Palast, oder? Soll er doch herumstreuen. Geh auf ihn ein. Es soll schließlich ein kurzes Treffen werden. Da sind sie. Komm! Hier entlang. Der Kalif erwartet euch. Oha, ich glaube, da platzen wir doch in eine kleine Besprechung hinein. Ich Sie denke... Sie sind hier, mein Herrscher. Hinaus, ihr alle. Ich werde Sie allein treffen. Vater, lass mich bleiben. Nehmt ihn mit. Sieht schwer aus. Die bekommen wir nie aus dem Palast raus. Dann muss ich halt einfach nehmen, was darin ist. Meine Herren, willkommen. Es ist alles vorbereitet. Mir ist bewusst, dass euch das viel bedeutet. Seid gewiss, dass sie hier wohl bewacht ist. Das ist wohl auch das Mindeste. Wir werden unsere Arbeit verrichten und zu dir zurückkehren, wenn wir soweit sind. Sei bereit, Kalif. Könnte ich es einmal sehen? Den Inhalt? Wenn wir es mit dem Leben beschützen sollen, sollten wir wissen, was... Du hast nichts gesehen. Und du sagst nichts. Hast du verstanden? Ja, natürlich. Es läge mir fern. Das ist die Gelegenheit. Aha. So, dann werden wir also versuchen, das Objekt der Begierde uns zu schnappen. Da kommt jemand. Ja, wir müssen da, glaube ich, durch die Türe. Sieht ruhig aus. Ich hätte nie gedacht, dass ich je hier sein würde. Sieh dir nur die Bögen an. Schon für ein kleines Stück davon käme man einen Haufen Gold. Du hast nicht zufällig eine Spitzhacke dabei, oder? Ich merke es mir für das nächste Mal, wenn wir in einen Palast einbrechen. Also dann, Basim. Öffnen, schnappen, rennen. Los, beeil dich! Basim! Gib mir das! Nein! Nein! Hast du eine Ahnung, was sie mir antun werden? Bitte! Es tut mir leid. Das ist deine Schuld. Nicht! Bitte! Diebische kleine Ratte! Nein! Lauf! Nihal, warte! Vater! Pass den Burschen! Oh ja, jetzt heißt es rennen. So, wo müssen wir denn hin? Da müssen wir lang. Oh je. Oh je, das war nicht. Hallo? Hab dich! Was sind alle? Da bist du ja! Oh ja, doch, da komme ich vorbei. Hoffe ich doch. Ups. So, wir müssen schauen, dass wir wieder unentdeckt werden oder unerkannt bleiben.
So, überall kommen da jetzt welche. Ach du Schande, das war auch nicht so gut. Wir müssen schauen, dass wir uns irgendwie verstecken. Überall sind die Kollegen. Und das Beste wird sein, wir gehen nach oben. Was haben wir getan? So, ich denke, da können wir uns mal kurz verstecken. Da unten sind sie alle auf der Suche nach uns. So, 150 Meter müssen wir noch laufen. Nihal, sie hat... Was hat sie sich gedacht? Ich muss sie finden. Sie ist Oha. Nicht zu Hause. Oh ja, da werden wir gerade gesehen. Wer sieht uns denn da? Okay. Wir müssen da übers Wasser, glaube ich. Einfach weitermachen. So, okay. Die Gegner haben aufgehört, uns zu suchen. Ich bin wieder anonym, aber da sitzt einer. Oh, da ist eine Truhe. Da ist eine Truhe. Und er sieht uns. So, da drüben ist niemand. Dann gehen wir mal hier rüber. Beziehungsweise wir schwimmen mal hier rüber. Wir gehen mal vorsichtig weiter. Oh, da sind nämlich auch wieder welche. Da steht auch einer. Da ist nichts. Da steht einer. Wir werden nach oben gehen. Es geht immer am besten über die Dächer. Aha, da müssen wir rein. Nihal, bist du hier? Na. Nihal. Hör auf! Bitte! Was willst du von mir? Ruhig. Ruhig, Basim. Nihal? Nicht ganz. Geht es dir gut? Gut, weil du mir davon erzählen musst. Ich weiß nicht, was du meinst. Sag mir, was passiert ist.
Schweigen wird dir hier nicht helfen. Ich will nicht schweigen, ich kann nur nicht erklären, was ich sah. Dieses Ding, es hat etwas mit mir gemacht. Ich war woanders. Mir war kalt. Ich hatte Angst. Ehe ich mich versah, hatte der Kalif seine Hände an meiner Kehle. Es war ein Unfall. Ich hatte nicht vor. Ich wollte doch nur helfen. Wir müssen dich hier wegbringen. Ich habe ein Boot am westlichen Anleger. Was? Nein, ich kann nicht weg. Ich muss Nihal finden. Halte kurz ein und denke nach, Basim. Die Wache des Kalifen sucht nach einem Mörder. Einem jungen Dieb, der aussieht wie du. Sie werden nicht eher ruhen, bis sie dich gefunden haben. Und wenn das geschieht, kommst du nicht in den Kerker, sondern direkt in ein Grab. Ich biete dir eine zweite Gelegenheit. Ergreife sie. Nihal, Darwish, sie alle sind in Gefahr. So, was müssen wir als nächstes tun? Ach, wir sollen Darwish und die anderen warnen. So, dazu müssen wir wohl wieder da lang. Auch hier bietet es sich wieder an. Immer nach oben, immer nach oben. So, da können wir uns verstecken. Bei Gelegenheit sollten wir einen Happen essen. Wir werden gesucht. So, da kommen wir doch hoch. Na. Ups, oh je. Okay, wir müssen wieder übers Wasser, so wie es aussieht. Oh je. Oh je. Wir müssen uns wieder irgendwie unsichtbar machen. Oh ja, da sind wir irgendwie auf dem Präsentierteller, habe ich so den Eindruck. Oh je, da kommt einer. So, jetzt sind wir anscheinend unsichtbar, aber ich habe... Nee, das war's nicht. Ich schlitz dich auf. Oh nee, da müssen wir weg. Da müssen wir weg. Nimm Elixier. So, jetzt müssen wir irgendwie eine Stelle finden, wo wir unentdeckt sind. Im Moment sind sie hinter uns her. Okay, sie kommen hier hoch. Okay, sie verfolgen uns weiter. So, vielleicht klappt es, wenn wir jetzt hier drin sind. Wenn nicht, nein, wir fliegen sofort wieder raus. Das heißt, wir sind immer noch... Ja, komm jetzt. Hallo. Okay, okay, okay. Jetzt müssen wir uns aber echt ein bisschen Gedanken machen. Oh, da ist einer. Da haben wir es wohl doch gerade so geschafft. Basim! Basim! Wende deinen Blick ab!
Wir hätten nichts tun können. Nichts? Wenn der Kalif noch lebte, wäre das nicht passiert! Pass auf wen du deinen anklagenden Finger richtest! Es war deine Idee, aus dem Palast zu stehlen. Nur damit du deine schlauen Freunde beeindrucken kannst. Ich habe uns gerettet! Du hast ihn getötet! Das warst du! Es kam von dort drüben! Ich hoffe, ich sehe dich nie wieder. Schnell! So, jetzt heißt es wieder, sich aus dem Staube machen. Und zwar zügigst. Alle sind tot. Wohin nur? Es war, denn sie bestrafen wollen. Ja, da lang. Oh, da rennt auch wieder einer rum. Ich darf nicht hier sein. Jep, das sehe ich genauso. So. Oh ja, das ist zu einfach. Wir müssen irgendwie da rüber. So. Geschwindigkeit ist unser Vorteil. Da müssen wir hin. Oh je, und dann springe ich direkt rein. Was hast du vor? Nicht nachdenken. So sieht also aus, als hätten wäre uns die Flucht geglückt. Wir sind jetzt im nächsten Kapitel, das Prolog zu Assassin's Creed Mirage müsste also jetzt somit beendet sein. Das Ubisoft-Logo kam und wir... Ein neuer Tag, eine neue Prüfung. Ich sollte zurück. Sind in Alamut und das ist meines Wissens die Ausbildungsstätte für die Assassinen. Und unsere Aufgabe ist es, zur Ausbildung zurückzukehren. So, hier Regeneration der Gesundheit durch Nahrung. Okay. Die Festung Alamut raubt mir den Atem. Als wäre sie aus den Hikayat meiner Kindheit entsprungen. Wir folgen dem Weg. Und dann sehen wir mal, wo uns der hinbringt. Ein Hase, ein Kanickel, ein Hoppeldi. Wer soll es dann tun? Da bist du ja. Bist du bereit? Ich denke schon. Lass den vergangenen Tag hinter dir. Auf den heutigen hat er keinen Einfluss. Zieh dich an und wir können beginnen.
So, da beginnt also jetzt unsere Ausbildung zum Assassine. Nur zu, Basim, wie wir es geübt haben. Ja, Meisterin. Ja. So, wo geht's lang? Hier geht's lang. Ja. So, nach links rüber. Und da müssen wir hin. Sehr kräftig, Basim. Nicht nachlassen. Sachte, Basim. Sachte. Und wir üben den Todessprung. Ja, Meisterin. Naja. Ich habe genug gesehen. Wir versuchen es morgen erneut. Das war toll. Ich sehe es an deinem Körper. Du verlierst zu leicht das Ziel aus den Augen. Der Todessprung ist ein unabdingbarer Schritt auf deinem Weg zur Einführung. Er ist eines der ersten und heiligsten Rituale der Bruderschaft. Um ihn erfolgreich durchzuführen, musst du zuerst Geist, Körper und Seele in Einklang bringen. Nimm die Furcht an, besänftige sie, finde die Stille und dann lass los. Ja, Meisterin. Kehren wir zum Lager zurück. Ja, das werden wir machen. Darf ich dich etwas fragen? Du darfst. Als ich in Al-Anbar war, im Palast, wurde ich Zeuge eines Treffens zwischen dem Kalifen und 5 Männern mit Maske, Ordensmitgliedern. Der Kalif sollte den Gegenstand beschützen, den sie entdeckt hatten. Aber er wusste nichts von ihren Plänen. Er kannte nicht einmal ihre Namen. Wie kann es sein, dass der mächtigste Mann Bagdads vor den Gesichtslosen so ängstlich auf die Knie sinkt? Der Orden beherrscht solche Männer und ihre Imperien bereits seit Jahrhunderten. Indem sie sie von ihrer Wahrheit überzeugen, dass sie die natürlichen Lenker des Weltgeschicks sind. Der Kalif war nur ihre Marionette. Und dasselbe wird auf denjenigen zutreffen, der ihm nachfolgt. Das gesamte Kalifat steht unter ihrem Einfluss. Sprich mit Fulad und sieh, ob er Hilfe benötigt. Wir setzen deine Ausbildung später fort. Ja, Meisterin. Hast du Mentor Raihan im Lager gesehen? Er bereitet den Empfang der Gesandten der Taherian vor, Meisterin. Danke. So, wir sollen unsere Ausbildung fortsetzen, aber das werden wir nicht mehr in dieser Folge tun. Wenn euch das gefällt, was ich hier mache, dann gerne bitte einen Kommentar dazu oder ein Däumchen, das wäre doch herzallerliebst. Und wenn ihr auch weitere Folgen nicht verpassen wollt, dann wäre natürlich ein Abo auch sehr schön. So, das soll es also gewesen sein hier für die 2. Folge Assassin's Creed Mirage. Wir suchen einen neuen Anfang und wir suchen unseren Ausbilder, der uns bei unserer Ausbildung unterstützt, zum Assassinen. Jo, wir sind also jetzt sozusagen im Headquarter angekommen und beginnen jetzt auf dem Weg zum Assassinen. Hier eben die entsprechenden Prüfungen zu machen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste wieder dabei seid bei der nächsten Folge Assassin's Creed Mirage. Und bis dahin sage ich Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.